Radio Soul, Talk of Town. Menschen mit Botschaft. Radio Soul. The All-in-One Solution for Entertainment. Herzlich willkommen, hier ist Gerhard Pellegrini am Mikrofon auf Radio Soul International. Schön, dass ich Sie heute begrüßen darf. Schön, dass Sie mit dabei sind auf unserer Wellenlänge. Ja, heute heißt es wieder Radio Soul aktiv, die Sendung zum Mitwachen machen. Wir haben Gäste, die zum Thema Gesundheit unterwegs sind. Und gerade heute freue ich mich ganz besonders, Herrn Gopal Norbert Klein begrüßen zu dürfen. Er ist über Zoom zugeschaltet. Ich sage so gern, die Technik macht es möglich, über weite Distanzen Interviews zu führen. Und ich begrüße dich, Gopal. Hallo. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Wo bist du zu Hause? Wie weit ist diese technische Leitung jetzt gelegt worden? Ein bisschen die Schweiz, also ich lebe in der Schweiz. Okay. Gopal, du bist Heilpraktiker für Psychotherapie und Erfinder der Methode Ehrliches Mitteilen. Und diese Methode, die geht ja richtig um den Erdball, um den Globus. Du hast, ich habe gehört, 2017 ungefähr hast du da begonnen damit und das ist ja jetzt knapp sechs Jahre erst her und schon so eine beliebte Methode geworden. Wir wollen heute unseren Hörerinnen und Hörern dich noch einmal vorstellen kurz und vor allem auch diese Methode, was das alles bewirkt und warum die so großartig ist, das ehrliche Mitteilen. Ja, der Untertitel der heutigen Sendung heißt: Was kann ehrliches Mitteilen zum Frieden und zum Gesellschaftswandel beitragen? Das ist ein schönes Thema, oder? Das ist auf jeden Fall aktuell, was wahrscheinlich sehr viele persönlich und generell interessieren wird, ja. Ja, gut, dann würde ich fragen einmal gleich, ehrliches Mitteilen, was ist das Besondere daran? Das Besondere daran ist, dass es etwas ist, was sehr einfach ist anzuwenden, was keinen Spezialisten braucht, also keinen Psychotherapeuten. Es braucht keine lange Ausbildung, es braucht kein jahrelanges Studium von etwas, sondern es ist ein ganz einfaches Verfahren, was Menschen miteinander praktizieren können. Und es findet im Dialog statt. Im ersten Anwendungsfall gleich einmal, da geht es darum, dass man das verwenden kann, um Beziehungen zu verbessern. Also das Thema Paare und Beziehungen, sprechen wir gleich hier ganz konkret ein Beispiel an, ne? Würde ich sagen. Ja, gerne. Wahrscheinlich ist den meisten Menschen klar, dass es die Probleme, die wir haben, dass die irgendwie auf der Beziehungs- und Kommunikationsebene liegen. Und das ehrliche Mitteilen kann einen unheimlichen wertvollen Beitrag dazu leisten, die Situation dort zu klären und zu lösen. Wir haben in Paarbeziehungen, Partnerschaften oft die Situation, dass wir mit starken Emotionen vor allem konfrontiert sind und nicht so recht wissen, wie wir damit umgehen sollen, noch insbesondere, wenn das Dinge sind, die vielleicht aus der Kindheit stammen und nicht richtig verarbeitet wurden. Und da kann das ehrliche Mitteilen einen wertvollen Beitrag leisten, weil es liefert eine ganz einfache Struktur, wie wir bei zwischenmenschlichen Konflikten damit umgehen können. Also Beispiel, mein Partner löst starke Wut in mir aus. Jetzt gibt's verschiedene Möglichkeiten, was ich damit machen kann. Dinge, die nicht förderlich sind für die Beziehung und eben die Art und Weise, wie das mit dem ehrlichen Mitteilen eben praktiziert werden kann. Und ich sage es einfach gleich jetzt schon voraus. Der Stil des ehrlichen Mitteilens wäre zum Beispiel einfach zu sagen, ich fühle große Wut oder ich fühle mich wütend. Das klingt jetzt einfach und erstmal nachvollziehbar, aber wenn man da mittendrin ist, dann hat man halt eher die Tendenz, was anderes zu machen, nämlich anzugreifen, sich zurückzuziehen, sich vielleicht zu betäuben, so zu tun, als wäre nichts oder zu versuchen, den anderen zu manipulieren. Wenn ich aber es schaffe, auf diese Defensivreaktion zu verzichten und stattdessen diese Form der Mitteilung wähle, dann kommt es zu mehr Nähe in der Beziehung, obwohl vorher ein Konflikt da war. Also an der Stelle sollten wir vielleicht auch erwähnen, wie gesagt, für alle, die jetzt gerade eingestiegen sind, ehrliches Mitteilen bedeutet jetzt nicht einfach nur, gerade in dieser Sache mit dem Partner, ehrlich zu sein und die Wahrheit zu sagen, sondern es geht tatsächlich um ein System, dass man die Worte so wählt, und du hast gerade ein gutes Beispiel genannt, dass
du nicht sagst, du machst mich wütend, also du gibst den Ball zum Beispiel nicht an den Partner rum, sondern du sagst, ich fühle Wut in mir und du gehst in die Eigenverantwortung damit auch, oder? Ja, genau, das ist der entscheidende Punkt. Es reicht nicht einfach irgendwie was ehrlich zu sagen. Das würde nicht dahin führen, sondern wir brauchen eine Art und Weise zu sprechen, bei der wir weder in einen Angriff gegenüber unserem Partner übergehen, noch sozusagen den anderen wie aussaugen. Ja, also das darf weder bedrohlich noch belastend sein. Aber so reden wir meistens, dass es eine von den beiden Wirkungen hat. Und in dieser speziellen Form, die wir jetzt nochmal genau beschreiben können, passiert das genau nicht. Denn alles, was in uns ist, auch die negativen Dinge, die Abgründe, wenn man die in diesem Stil kommuniziert, sind die für den anderen weder bedrohlich noch belastend. Und deswegen muss der andere da eben dann seinerseits nicht in einer Defensivreaktion, eine von den Vieren, zurückfallen, sondern es kann in beide Richtungen zur Kommunikation, damit zur Transformation kommen. Also der Clou des ehrlichen Mitteilens ist, ein Sprachmodell, wie gesagt, was ganz Simples, wo ich selber mit dem, was in mir los ist, nicht mehr identifiziert bin und was für den anderen eben keine Belastung dann darstellt, wenn ich das sage. Ich nehme auch an, das muss man an üben auch. Wo findet man, sagen wir gleich einmal die Webseite, wo findet man da die Anleitungen dazu, wie man da die Worte wählt und wie man da den Satz strukturiert sozusagen? Also das Einfachste ist, auf meine Homepage traumaheilung.net zu gehen und von dort findet man die ganzen Anleitungen, auch ganz viele Projekte und Ressourcen dazu. Das ist die erste Anlaufstelle. Wunderbar. Ja, wir werden noch mehr ins Detail gehen. Jetzt kommt Musik. Das ist das Schöne unserer Talk and Music Show. Gute Themen und sonnige Musik. Und jetzt geht es gleich passend irgendwie zum Thema auch. Ja, don't worry, be happy. Es gibt eine Lösung für alle Konflikte. Jetzt machen wir ehrliches Mitteilen. Gleich nach dem Song geht's weiter hier mit Gopal Norbert Klein. Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Ain't got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry, be happy. The landlord say your rent is late. He may have to litigate. Don't worry, be happy. Look at me, I'm happy. Don't worry, be happy. I give you my phone number. When you worry, call me. I make you happy. Don't worry, be happy. Ain't got no cash, ain't got no style, ain't got no gal to make you smile. But don't worry, be happy. Cause when you worry, your face will frown, and that will bring everybody down. So don't worry,
be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, don't worry, don't do it. Be happy. Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. I'm not worried. I'm happy. Don't worry, be happy. Bring a smile on your face, singt hier Bobby McFerrin hier in unserer Talk and Music Show. Heute live mit Gopal Norbert Klein. Wir haben schon gehört, die Selbsthilfemethode ehrliches Mitteilen, die kann man speziell auch in der Paarbeziehung, in der Familie einsetzen. Erzähl uns jetzt, Gopal, bitte, wie funktioniert das ehrliche Mitteilen? Das ehrliche Mitteilen funktioniert so, dass wir das, was in uns ist, in einer bestimmten Form dem Partner kommunizieren. Und dazu gehören die drei Erlebnisebenen, die wir haben in unserem Inneren. Das sind Körperempfindungen, Gefühle und Gedanken. Das ist das, was uns ausmacht, was sich in uns bewegt. Und wenn wir das in der Form des ehrlichen Mitteilens mitteilen, dann sieht es so aus, dass wir die Ebenen jeweils sauber benennen und dann den Inhalt kommunizieren. Das sieht zum Beispiel für Körperempfindungen so aus, dass ich, also wenn ich das jetzt konkret machen würde, würde ich sagen, zum Beispiel in meinem rechten Knie spüre ich Wärme oder in meinem Körper spüre ich Aufregung, Anspannung. Das wäre die Körperebene. Wenn ich sage, wenn ich die Gefühlsebene mitteile, würde ich jetzt zum Beispiel sagen, ich fühle Freude. Und das, was ein bisschen tricky und schwieriger ist, sind die Gedanken mitzuteilen, ohne dass man damit identifiziert ist. Und dazu setzt man, für jede Ebene setzt man immer eine Floskel davor, vor jedem Satz. Und bei den Gedanken würde ich zum Beispiel jetzt sagen, mein Kopf denkt, dass es immer unheimlich aufregend ist, live auf Sendung zu sein. Schön. So. Und mit diesen Satzanfängen, die ich jetzt für jede Ebene genannt habe, löse ich mich von dem Inhalt. Und das macht bei dem, der das hört, was, ja, wenn ich das also so sage. Und das ist besonders relevant für die Gedankenebene. Mhm. Okay. Ja, da sollte man sich aber mit dem Partner schon vorher absprechen, dass man jetzt diesen Weg einschlägt, oder? Sonst wundert er sich. Ja, ja, es braucht zwei, die das wirklich wollen. Ja. Und das, der zweite entscheidende Teil ist, dass jemand wirklich zuhört. Also das so mitzuteilen alleine ändert nicht so viel. Aber wenn ich jemanden habe, der bereit ist, das zu hören, dann kommt es zu einer wirklich tiefen Verbindung. Und das Schöne ist, dass wenn ich so spreche eben, dann möchte ich auch zuhören, weil das für mich eben nie beängstigend oder energiezehrend ist, sondern es ist immer hochinteressant und immer energetisierend letztlich, wenn man das hört, wenn jemand so spricht. Apropos hören, natürlich ist es besser, wenn man das dann wirklich auch selbst praktiziert und ausprobiert. Jetzt theoretisieren wir ja etwas, aber wenn man das dann wirklich tut, dann macht das was, wie du eben gerade auch selbst geschildert hast. Und der Beweis dafür ist, dass wirklich ganz, ganz viele Menschen diese Methode bereits anwenden, um sich zu helfen, um sich etwas von der Seele sprechen zu können. Denn dieses ehrliche Mitteilen, das macht etwas mit uns, mit unserem Körper, mit unserem Nervensystem. Ja, genau. Das signalisiert unserem Nervensystem, dass wir sicher sind, dass diese Verbindung zu einem Menschen, der das auch möchte und auch praktiziert, dass das sicher ist, und das führt zu einer tiefen Entspannung im Kern unseres Nervensystems, man sagt des autonomen Nervensystems. Und das sorgt dafür, dass es uns plötzlich gut geht, dass wir uns glücklich fühlen. Also das kann die Folge davon sein. Das kann man nicht versprechen, aber das ist etwas, was man ganz häufig hört. Und dass eine ganz neue Qualität in die Beziehungen, auch in die Familie hineinkommt. Also Lebendigkeit und Frieden und
Harmonie. Das ist das, was ich meistens dann höre. Und es geht sehr schnell. Das ist also kein Prozess von Monaten, sondern in dem Moment, wo man sich korrekt, ehrlich mitteilt, in dem Moment kommt es zur Transformation und zu einer Änderung. Und diese Beruhigung, das Herunterkommen, das ist, wirkt sich sehr positiv aus. Wir werden das auch noch erwähnen, dann nach dem nächsten Song, dass es auch sehr hilfreich ist, in die Meditation zu kommen und so weiter. Aber eins möchte ich jetzt hier anbringen, und zwar die Musik ist für mich auch eines dieser Trigger, die mich richtig bei mir ankommen lassen. Und zwar auch speziell bei diesem Song jetzt. Hören die auch an, bitte an. Nielsen heißt der Sänger und der Song heißt Everybody's Talking. Und allein wenn dann diese sphärischen Klänge am Anfang kommen, dann beginne ich schon richtig runterzukommen und zu entspannen. Genießen wir jetzt den Song gemeinsam und gleich machen wir weiter. Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying, only the echoes of my mind. People stopping still, I can't see their faces, only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain, going well, the weather suits my clothes, banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze, and skipping over the ocean like a stone. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain, going where the weather suits my clothes, banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze, and skipping over the ocean like a stone. Everybody's talking at me, can't hear a word they're saying, only the echoes of my mind. I won't let you leave my love behind. No, I won't let you leave. Ja, das ist Musik für mich. Mein vegetatives Nervensystem hat sich gerade extrem entspannt. Ja. Wie hat es dir gefallen? Das Lied kennst du eh wahrscheinlich. Ne? Das Lied kenne ich noch nicht, nein, das kann ich nicht. Ja, also das ist etwas, also ich habe so ein paar Lieder in meinem Leben, die mich so richtig auf ein wunderschönes Feeling-Niveau bringen, ja. Das ist eines von diesen. Und passt auch gut. Everybody's talking, jeder spricht und zwar jeder immer mehr. Nützen auch die Methode ehrliches Mitteilen. Und wir haben gesagt, wenn man so richtig in diese Ebene kommt, wo man sich entspannen kann, wo man sich sicher fühlt, dann tut das was mit unserem Körper. Erzähl uns, wie das ehrliche Mitteilen auch hilft, besser zu meditieren. Ja, Meditation ist letztlich nur, oder das heißt nur, letztlich das Loslassen, das Entspannen, das tiefe Entspannen des autonomen Nervensystems. Wenn alle Aktivität, bewusste Aktivität zur Ruhe kommt. Und das ehrliche Mitteilen hilft uns, so in Frieden zu kommen mit den Menschen, mit mir selber, mit dem, was in mir los ist, weil ich das dann endlich kommunizieren kann
was ich festhalte, vielleicht auch seit der Kindheit, dass der ganze Körper wie immer mehr loslassen kann. Und wenn ich mich dann hinsetze, dann ist nicht mehr der Aufruhr, der im Nervensystem, der verzweifelt versucht, eine Lösung zu finden, sondern dann ist Ruhe, weil ich die Lösung mit meinem Partner oder mit meiner Partnerin schon gefunden habe, mit Hilfe des ehrlichen Mitteilens. Und dann ist der Raum frei für erweitertes Bewusstsein, für eben Meditation. Also, wenn jemand sagt, also ich weiß nicht, meditieren, ich möchte gern, aber irgendwie finde ich nicht zur Ruhe, dann ist das ein gutes Übergangstool, ein Werkzeug, wo du das vorher machst und dann kommst du, gelingt das besser. Ja, das ist auf jeden Fall hilfreich und ganz oft macht man während dem ehrlichen Mitteilen schon meditative Erfahrung, oft viel intensivere oder weitgehendere, als wenn man sich dann tatsächlich auf dem Boden im Meditationssitz hinsetzt, weil die Regulation des Nervensystems, die Entspannung ist im Prinzip die Meditation schon. Das ist die Öffnung für erweiterte Dimensionen. Was meinst du, warum ist das sinnvoll, sich spirituell zu öffnen? Ja, das muss jeder selber wissen. Ich denke, es ist vielleicht wichtig zu sagen, dass viele versuchen mit dieser spirituellen Bewegung oder Meditation versuchen, ein Problem zu lösen, was eigentlich in der Partnerschaft und auf der Beziehungsebene gelöst werden muss. Also Meditation ist letztlich das Ergebnis, wenn alles auf der, sage ich mal, relativen Ebene gelöst ist, dass man sich dann hinsetzt und einfach sein kann. Aber das ist kein Wert, das ist, man kann darüber nicht konkrete Probleme des Alltags oder auf der emotionalen oder Beziehungsebene lösen. Und von daher ergänzt sich das gut. Ja, und wie gesagt, das ehrliche Mitteilen ist auf eine Art, das führt zu dem gleichen Punkt oder das führt dahin, wo man mit Meditation eigentlich hin möchte. Na schön. Ja, den inneren Frieden finden, das ist ja auch bekanntlich eine gute Basis, um auch etwas beizutragen für den Frieden auf dieser Welt. Und die nächste Frage nach dem nächsten Song wird dann lauten, ja, wie kann denn das ehrliche Mitteilen auch für den Frieden und zum Gesellschaftswandel beitragen? Genießen wir jetzt wieder einen Song. Ja, Electric Light Orchestra, Sweet Talking Woman. Electric Light Orchestra, auch eine meiner Lieblingsbands. Und ja, wenn das ehrliche Mitteilen geglückt ist, dann heißt es dann Sweet Talking. Waiting for the operator.
Jawohl, und diese Show, die gehört heute Gopal Norbert Klein über Zoom zugeschaltet aus der Schweiz zum Thema Traumaheilung und ehrliches Mitteilen. Wir wollen jetzt wissen, Gopal, ehrliches Mitteilen, wie kann das zum Frieden und zum Gesellschaftswandel beitragen? Ja, solange wir Konflikte in der Familie haben, werden wir auch immer Konflikte in der Gesellschaft, in der Politik haben. Und das ehrliche Mitteilen kann uns helfen, die Konflikte in der Basis, in den Familien zu lösen, in den Paarbeziehungen. Und das wird dann von dort automatisch in alle anderen Bereiche der Gesellschaft hineinragen. Und letztlich kann man die ganzen Dinge, die wir haben, bis hin zum Krieg darauf reduzieren, dass sich die Mächtigen, die Beteiligten nicht in der Lage sind, die Wahrheit über sich selbst mitzuteilen. Und wenn wir dahin kommen, und wir werden dahin kommen, dann werden wir das auch sehen in der Öffentlichkeit, dass sich Menschen über ihre Emotionen, über ihr Leben austauschen. Das sehen wir im Moment überhaupt nicht in der Öffentlichkeit, noch nicht. Und interessanterweise hat sich da ein Projekt entwickelt, dass sich immer mehr lokale Gruppen bilden, wo Menschen schon zusammenkommen und diese Methode anwenden und sich treffen und austauschen. Und ich sehe das auch so irgendwie, dass die Gesellschaft sich neu formiert in lokalen Gruppen und von unten herauf sozusagen eine neue Kraft des Menschen kommt und die Gesellschaft und auch das politische System irgendwie neu formen wird. Wie siehst du das? Ja, genauso. Ich sehe es ganz genauso. Das ist das Selbsthilfenetzwerk, wo man sich in Gruppen trifft und diese Methode praktiziert und unabhängig jetzt von der Familie und der Partnerschaft. Und das ist wie eine Art Revolution, die aber nicht gegen etwas ist. Das ist einfach was völlig Neues. Es liefert uns ein neues Bewusstsein. Es hat gar nichts mit Kampf oder irgendwas ablösen oder was Neues im Außen zu tun, sondern es entstehen Menschen, die eine völlig neue Kapazität haben, miteinander umzugehen. Und aus daraus wird dann einfach zwangsläufig in der Folge im Außen neue Strukturen, heilsame Strukturen entstehen. Und was im Kleinen funktioniert, kann ja auch im Großen passieren oder funktionieren, vielleicht auch in Unternehmen oder vielleicht sogar direkt in der Politik. Was meinst du? Ja, absolut. In der Politik wird das der letzte Bereich sein, wo das Einzug halten wird. Aber es hat inzwischen zum Beispiel schon in Arztpraxen, in Krankenhäusern, in allen möglichen Bereichen, wo ich das höre, in Kirchengemeinden, überall fängt das an, sich auszubreiten, weil die Leute verstehen, dass das ist das, was wir die ganze Zeit suchen und das funktioniert. Und es ist so einfach zu tun. Wir müssen es nur machen und uns trauen. Wunderbar. Und weil es schon so viele Projekte gibt, dann bietest du auch einen Wegführer sozusagen durch das Universum, das EM-Universum. Wo findet man das? Ja, das ist eine strukturierte Anleitung, wo man sich ganz Schritt für Schritt durcharbeiten kann. Das findet man auch auf meiner Homepage traumaheilung.net. Wunderbar. Ja, du hast das vielleicht schon gemerkt. Die Musik, die ich heute ausgesucht habe für die Sendung, hat alles irgendwie mit Reden oder Talk, mit Reden zu tun. Und der nächste Song ist sehr soulig. Er heißt Sit Down and Talk to Me. Genießen wir Lou Rawls. It's time.
Sie hören Radio Soul, den Sender mit der Sonne und mit der souligen Musik. Das war gerade Lou Rose mit Sit Down and Talk to Me. Und das könnte Ihnen auch passieren, meine Damen und Herren, dass Sie jemand anspricht und sagt, hey, setzen wir uns zusammen, reden wir mal. Werden wir uns einmal kurz austauschen. Ehrliches Mitteilen ist angesagt. Die Methode, die um die Welt geht. Ja, Erfinder von Ehrlichen Mitteilen hier bei mir heute live im Sendestudio. Gopal, du bist auch Autor, du hast auch speziell ein Buch dazu geschrieben. Erzähl uns darüber. Ja, das ist der Vagusschlüssel zur Traumaheilung. Das ist das Handbuch zum ehrlichen Mitteilen. Und das habe ich geschrieben für uns alle und vor allem für Menschen, die eben keine Spezialisten sind, was das ganze Thema angeht, sondern wirklich für jedermann, sodass jeder dieses Buch nehmen kann und damit das ehrliche Mitteilen in seinem Leben vollständig etablieren kann. Da drin ist es bis zum Detail beschrieben. Letztlich reicht dieses Buch aus. Okay, also der Vagusschlüssel zur Traumaheilung, wie ehrliches Mitteilen unser Nervensystem reguliert. Das ist die Buchempfehlung heute. Und wir haben schon gehört, also das ist eine Selbsthilfemethode. Es gibt schon mittlerweile ein riesiges Selbsthilfenetzwerk. Man kann auch eine Gruppe finden, suchen oder eröffnen auf der Webseite von Norbert Gopal. Und wir haben noch die wir wollten noch sagen, das eine ist, wenn man sich jetzt von der Ebene Traumaheilung jetzt nicht selbst helfen kann, dann ist es vielleicht auch besser, sich mit einem Experten auseinanderzusetzen, und auch hier bietest du was an.
Ja, also das ist immer wichtig, dass ehrlich mitteilen ist eine Selbsthilfemethode, es ist kein Ersatz für Traumatherapie und ab einem bestimmten Grad braucht man zwingend einen Spezialisten, einen Therapeuten. Ab einem bestimmten Grad kann man sich de facto selbst nicht helfen, da braucht es Hilfe von außen. Und ich bin von Haus aus Traumatherapeut und habe auch mein eigenes Verfahren entwickelt, das heißt Floating, und ich bilde auch Traumatherapeuten selber darin aus. Und auch das Floating basiert aber auf ehrlichem Mitteilen. Das ist die gleiche Basis. Kannst du uns etwas erzählen? Floating klingt einmal sehr interessant vom Begriff her, also fließend sein, oder wie darf ich mir das vorstellen? Ja, genau, fließend, treibend heißt es auch, schwebend auf Deutsch. Und ja, das ist so, da trifft man sich, also findet in einer Gruppe statt und es arbeiten immer zwei Menschen zusammen und mit meiner Unterstützung oder des Floating-Therapeutes machen dann die zwei Teilnehmer ehrliches Mitteilen. Das heißt sozusagen, es kommt eine dritte Instanz in Form des Therapeuten dazu, der beiden hilft, das ehrliche Mitteilen so vollständig zu machen, dass es zu einer tiefen Transformation kommt. Das heißt, der Therapeut hat nicht so, dies ist nicht so im Mittelpunkt wie bei klassischen Verfahren, sondern er hilft sozusagen zwei Menschen in die Transformation zu kommen. Und das ist das Schöne, dass eine Gruppe dabei ist. Und ja. Also das ist ja spannend. Das ist nicht jetzt nur, dass man im kleinen Kämmerchen sitzt, sondern da ist gleich eine ganze Gruppe dabei. Genau, also maximal 14, 15 Leute circa. Das würde mir dann logisch erscheinen, dass man vielleicht zuerst einmal eine Floating-Sitzung oder wie man das nennen möchte, besucht, damit man mal weiß, wie das am besten abläuft, oder? Gibt es da Möglichkeiten noch? Ja, auf jeden Fall. Ich mache Veranstaltungen dazu. Das gibt es online, das gibt es auch physisch. Ich bin unterwegs in Europa und man kann dort Tickets zu buchen, wen das interessiert, wer das erfahren möchte. Webseite noch einmal traumaheilung.net, da findet man alles. Und ja, was gibt es so am Ende unserer Sendung noch zu sagen? Ist noch irgendwas wichtig? Haben wir an alles gedacht? Ja, also das Wichtigste, was ich immer gerne sage, ist, dass es wir alle brauchen mehr Mut, uns die Wahrheit gegenseitig zu sagen. Das ist das, was diese Welt und was wir brauchen und was die Lösung ist. Und im Außen, das führt uns nicht wirklich weiter, da die Energie hin zu lenken, sondern auf den Austausch, was da zwischen uns stattfindet. Schön. Gut, das hat mir wirklich wieder mal Spaß gemacht. Schön, dass wir deine Botschaft hier über Radio Soul der Welt mitteilen dürfen. Danke für deine wunderbare Arbeit. Vielleicht noch einmal der Buchtipp, der Vagus-Schlüssel zur Traumaheilung und die Webseite traumaheilung.net. Ja, Gopal, wir sehen uns bald wieder. Wir haben ja mehrere Sendungen geplant. Schön, dass du, wie gesagt, dein Wissen hier über Radio Soul teilst. Alles Gute. Vielen Dank. So, nächster Song, letzter Song hier in dieser Runde. I'm doing fine now. Passt natürlich auch thematisch. Nach einer ehrlichen Mitteilungssitzung, dann geht es dir einfach gut. Hier kommt New York City. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. You kept on.